Seit Ignaz Semmelweis, dem Entdecker der Antisepsis im Jahr 1847, ist bekannt, dass die Hände des Krankenhauspersonals wesentlichen Anteil an der Verbreitung und Übertragung von Krankheitserregern haben. An den Standorten der Elblandkliniken wird einmal im Jahr die Aktion Saubere Hände durchgeführt. Im Rahmen des Aktionstages besuchen Hygienefachkräfte die verschiedenen Bereiche der Krankenhäuser, um die Mitarbeiter für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren. Die Handhygiene ist so wichtig, weil das im Krankenhaus, in der Pflege, seien es die Ärzte, sei es auch die Servicekräfte oder auch die Technik, das ist unser Werkzeug. Wir arbeiten viel mit Händen, aber auch natürlich die Patienten und Angehörigen, die sind genauso damit einbezogen. Und das ist auch das, wo unser Mikrobiom oder auch die Keime, die aus der Umwelt kommen, sozusagen sich ansiedeln und wir sie auch mit unseren Händen natürlich weitertragen können. Und so umso wichtiger ist es, die richtige Händedesinfektion und die Erinnerung auch an die 5 Momente der Händehygiene im Gesundheitswesen. Die Einhaltung der 5 Indikationen zur Händedesinfektion trägt zur Reduzierung des Auftretens von Krankenhausinfektionen bzw. der Übertragung von Krankheitserregern bei. Die 5 Momente der Händedesinfektion sind laut WHO vor Patientenkontakt, nach Patientenkontakt, vor aseptischen Tätigkeiten wie Verbandswechsel oder Blutentnahme zum Beispiel, nach Kontakt mit unmittelbarer Patientenumgebung und nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material. Wir schulen immer noch die 6. Indikation, das ist die Händedesinfektion vor Entnahme aus der Handschuhbox, weil wir alle unser Mikrobiom an den Händen haben und damit wir das nicht an den Handschuhboxen verteilen und damit die Handschuhe kontaminieren, desinfizieren wir uns da zusätzlich nochmal die Hände. Auf ihrem Weg durch die Krankenhäuser haben die Hygienefachkräfte einen schwarzen Kasten dabei. Dieser dient dazu, dem Personal anschaulich zu vermitteln, dass Gründlichkeit bei der Handhygiene sehr wichtig ist. Das ist eine Schwarzlichtbox, in der können wir mit fluoreszierenden Mitteln, was wir vorher in die Desinfektion reingeben, schauen, ob die Technik der Händedesinfektion ordnungsgemäß durchgeführt wird und der Mitarbeiter kann überprüfen, ob er seine Technik beherrscht oder Benetzungslücken hat. Wichtig ist, dass man ausreichend Desinfektionsmittel nimmt. In der Regel sind das 3 bis 5 Milliliter, die in der hohlen Hand verteilt und die so auf den Händen bis zu den Handgelenken hoch verteilt, dass keine Benetzungslücken entstehen. Also auch Zwischenräume zwischen den Fingern, auch unter den Fingernägeln, sowie auch Nagelbett, dass man alles erwischt. Um auf die erforderliche Menge von 3 bis 5 Milliliter Desinfektionsmittel zu kommen, genügen 2 bis 3 Stöße aus dem Hygienespender. Ringe, Uhren oder anderer Handschmuck sollte abgelegt werden, damit das Desinfektionsmittel überall hinkommt. Auch lange Fingernägel sollten vermieden werden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO und das Bundesministerium für Gesundheit haben 2008 die Kampagne Aktion Saubere Hände initiiert. Die Elblandkliniken beteiligen sich mit allen Standorten an dieser Kampagne zur Verbesserung ihrer Richtlinien bei der Händedesinfektion. Neben dem Aktionstag Saubere Hände werden in den Elblandkliniken unter anderem regelmäßige Schulungen in den verschiedenen Bereichen durchgeführt und die Händedesinfektionsmittelverbrauchszahlen erfasst.